von zu Gast bei Bernadette Brune. Letztes Mal haben wir schon mit Fohlen gekuschelt, wir sind über Planen gelaufen, samt Regenschirm, haben Spirit bewundert und dieses... Oh, Bernadette! Da war sie schon, unsere Gastgeberin, Bernadette Brune. Letztes Mal haben wir im Fitnessstudio aufgehört, jetzt sehe ich dich beim Rennradfahren. Es wird mir ein bisschen unheimlich, um ganz ehrlich zu sein, voll die Sportskanone. Du, ich muss fit bleiben. Oh, das schaffst du. Bernadette, ich hätte schon noch so ein paar neugierige Fragen. Okay. Wollen wir uns noch mal irgendwo hin zurückziehen und ein bisschen dezent reden? Ja, gerne, aber da muss ich mich erstmal umziehen. Ne? Du gehst dich umziehen, ich mach's mir schon mal gemütlich und bis gleich. Super. Okay. Dann bis gleich. Ciao. Tschüss. Oh, wow, wow. Vom Fahrraddress ins Sommerkleid. Hi. Ganz schnell. Sehr gut, sehr gut. Puh. Hast dich schon wieder erholt, ein bisschen von deiner schnellen Tour? Ja, ich bin ja dran gewöhnt. Das ist kein Problem. Du hast da ja ein extrem sportliches Fahrrad. Wir kommen mal zu den anderen PS. Du hast auch einen extrem sportlichen anderen PS-Untersatz. Und ich bin natürlich jetzt bei Feel Free. Erzähl uns doch einmal ein bisschen, das ist so deine große Hoffnung für die Zukunft. Stimmt das? Es ist dein großes Herzenspferd und ist meine Hoffnung für die Zukunft. Feel Free habe ich als Fohlen entdeckt. Feel Free hat eigentlich bis heute nie was falsch gemacht. Mhm. Also sie ist immer gut drauf und immer spitze. Und sie war ja fast jedes Championat platziert. Da 3-, 4-, 5-, 6-jährig, dann Burgpokal platziert. Und ich wollte mir jetzt richtig Zeit nehmen, um sie auf Grand Prix-Niveau zu bringen und nicht irgendwas zu schnell machen. Und sie macht es spitze, bin total stolz auf sie, aber sie hat halt Zeit, was zu lernen. Du hattest es kurz angedeutet, du hast sie als Fohlen gekauft bei der Oldenburger Auktion. War das ein Top-Run auf das Fohlen oder hast du was in ihr gesehen, was andere vielleicht in dem Moment noch nicht gesehen haben? Was war so der Klick, warum du gesagt hast, die? Also sie kam rein und sie hatte diesen Kadenz im Trab. Normalerweise schaue ich mir die Fohlen vorher auf dem Pflaster, in der Show, in der Box, überall an. Ich hatte sie überhaupt nicht gesehen. Und sie kam aber rein und hatte diesen traumhaften Trab. Und sie war auch zu groß oder zu lange Ohren oder keine Ahnung. Keiner wollte sie haben. Und ich sagte, Leute, seht ihr das nicht? Und dann habe ich die Hand hochgehoben und dann hieß es, dass ich sie habe. Und das war ein Traum. Das ist natürlich extrem spannend. Jetzt würde ich gerne auf zwei Pferde kommen. Die hast du noch nicht ganz so lang, hast aber dieses Jahr bei den Bundeschampionaten geradezu unverschämt fast aufgetrumpft. Von wem rede ich? Ja, einmal Ivisa. Ivisa ist eine 3-jährige Stute. Ich habe sie bei der Reiterin Jessica Lynn Thomas entdeckt. Also sie gehörte Arndt Schwerking und habe sie 3 Minuten an der Longe gesehen und habe gesagt, die ist es. Bist du immer so schnell entschlossen oder war die auf den ersten Blick anders? Ich glaube, alle meine Top-Pferde, da war die Entscheidung innerhalb von ein paar Minuten gefallen. Also da ist dieses Besondere. Das muss schon sein, ne? Oder? Das ist schon, man merkt das sofort, ist das mein Pferd oder ist das nicht mein Pferd? Ich brauche sie gar nicht reiten, ich weiß, das ist mein Pferd. Und der zweite, den wir auf dem Bundeschampionat hatten, da war die Geschichte eigentlich ein bisschen länger, aber ähnlich. Ich habe ihn damals auf der Körung gesehen und habe mich total in das Pferd verliebt. Und wir wollten ihn eigentlich auch ersteigern, aber dachten dann so, oh ja, wissen wir nicht. Und dann kam dieses Hengstvideo raus und dann habe ich sie dieses Hengstvideo meinem Gestützleiter gezeigt. Oh, guck mal, wie der sich entwickelt hat. Und er so, ja, das ist ein Video, ne? Und dann haben wir ihn in Pferden gesehen und ich, guck mal, da ist der Hengst wieder, da ist der Hengst. Und dann hat er sich den Abreiteplatz angeschaut und die Prüfung angeschaut und gesagt, du darfst jetzt fragen, ob er zu verkaufen ist. Okay, okay. Und dann hast du nicht lange gezögert. Und dann bin ich sofort hin. 2 Bundeschampion in einem Jahr. Ist das was, da muss man sich ein bisschen schütteln, bis man es verstanden hat? Oder ist das jetzt für dich auch ein Zeichen? Ich habe ein cooles Auge. Ist das Bestätigung? Ist das Stolz? Was bedeutet das? Also einmal habe ich, ich werde ja nicht alleine ausgesucht. Mein Gestützleiter hat mir da sehr geholfen und ist auch sehr streng mit der Pferdeauswahl. Ich habe nur das Herz, was dann dazu gehört auch. Okay. Deswegen ist das auch ein Teamerfolg. Aber bei der Stute haben wir es sehr gehofft. Und bei dem Hengst, das war ein bisschen, ja, nicht ganz unerwartet, aber es war schon unerwartet, weil wir mochten ihn sehr, aber mochten ihn die anderen auch.
Das man steckt ja nicht drin. Weiß man ja nicht. Du hast gerade gesagt, ich bringe so das Herz mit, die Herzentscheidung. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Du bist ja mit Pferden schon lange, lange, lange sehr eng verbunden, aber das ging überhaupt nicht hier in Westerstede los. Also reiten tue ich ja schon, seitdem ich ganz klein bin. Ich habe mit 3 Jahren mit meinem Großvater geritten. Das war noch gut und dann sind wir irgendwann nach Südfrankreich gezogen, nach Monaco. Und in Monaco gibt es viele Hochhäuser und wenige Reitställe. Mhm. Und dann musste ich immer in irgendwelchen kleinen Clubs irgendwie reiten, wenn es geht. Aber Reiten war mein Lebenselixier, um aus diesen Hochhäusern rauszukommen. Aber konnte halt nicht auf hohem Niveau reiten, sondern nur ein bisschen springen. Das habe ich geritten, L-Springen. Und als ich dann das Abi gemacht habe, dann durfte ich mit Pferden arbeiten und bin dann sofort nach Deutschland und habe meine Reiterlehre angefangen. Und so ging es los. Du bist nämlich, du hast es so einen Halbsatz, springen geritten. Und zwar dann nicht mehr nur L-Springen, sondern richtig international warst du unterwegs. Jetzt kennen wir dich alle mehr als Dressurreiterin. Wieso? Also ich war 10 Jahre international im Springen unterwegs. Ich bin bis 1,55 Meter geritten. Ich habe auch 2 Mächtigkeitsspringen gewonnen. Aber Springen war cool, aber wenn ich so im Nachhinein daran denke, denke ich mir, du warst einfach nicht gut genug. Also ich habe zwar viele Platzierungen, aber wenn ich mir Videos von mir anschaue, dann naja, finde ich das nicht so toll. Also du warst auf jeden Fall mutig, Mächtigkeitsspringen. Ja, aber der letzte Mut hat dann auch gefehlt, aber vielleicht auch die Pferde. Dressur war immer meine Passion. Mein Springpferd war damals ein Traber und der musste Zweierwechsel lernen, der musste Galopppirouetten lernen, der sollte Passage lernen. Und durch die Galopppirouetten war ich dann auch sehr, sehr schnell. Das war echt spitze, der war unschlagbar. Entweder hat er mich runtergeschmissen oder er hat gewonnen. Ich habe damals, um meine Pferde zu bezahlen, habe ich auf einer Trabrennbahn gearbeitet. Und da habe ich immer von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr gearbeitet. Okay. Und da war dieser kleine schwarze, ja, so ganz so schwarz war er nicht, er war mehr dreckig als was anderes und wurde nicht so gut behandelt. Und ich habe immer gefragt, ja, kann ich mich um den kümmern? Der hieß Amo du Vicomte, oder heißt zumindest, weil er ist jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit bei mir, weil er ist 34 Jahre alt. Wir haben über 300 Springen zusammen gewonnen. Wow. Und ja, damals ist er dann zu mir gekommen. Und ist immer noch bei dir. Und ist immer noch bei mir. Ist jetzt 34 und ein bisschen klapprig. Aber immer noch fit und fröhlich. Ja, er ist total süß. Alle lieben ihn. Und als ich mich dann am Rücken verletzte und ich nicht mehr springen durfte, dann habe ich mich wirklich mehr den Dressurpferden gewidmet. Und das ist heute, glaube ich, das, was du jeden Tag hier auf deiner Anlage lebst. Inneren Schenkel. Gut. Ja, jetzt versuch mal, diese Körperspannung zu halten und sie trotzdem zu entspannen vorne. Aber du hältst die Körperspannung. Bernadette ist sehr freundlich und sehr, sehr hilfsbereit. Und ja, also sie ist wirklich immer für einen da. Also wir trainieren seit, ja genau, fast einem Jahr, letztes Jahr im September zusammen. Und ich würde sagen, sie hat mir beim Reiten sehr viel geholfen, sowie körperlich als auch, ja, dass ich einfach mehr präsent auf dem Pferd sitze, mehr ins Pferd hineinfühle. Also das ist alles ja deutlich, deutlich besser geworden als vor einem Jahr. Gut, sehr gut, der Galopp. So, nimm's mit, das Gleiche, ne? Da schön schwingen in deinem Körper, dass du diesen Galoppsprung erlaubst. Nicht, dass du da jetzt mal dagegen sitzt. Dagegen sitzen, um sie zu versammeln, ja, aber am Anfang schön mit dem Becken mitgehen. Super jetzt, super, ja, so, lass sie runter. Wenn sie ein bisschen tiefer möchte, darf sie das, aber trotzdem weiter galoppieren. Und immer mal wieder fordern, Galopp sagen, so, ein bisschen mehr jetzt, ein bisschen mehr, gut. Also Dressur ist, diese Ausbildung der Pferde, das liebe ich. Und dass ich in der Dressur so schnell so weit hochkomme, das hätte ich nie gedacht. Ich habe ja Dressur angefangen und 2 Jahre später habe ich Grand Prix geritten und 2 Jahre später war ich im deutschen Kader. Das war schon überraschend, ja. Ganz kurzen Exkurs gönnen wir uns, denn du bist nicht nur geritten, du hast auch noch andere Dinge gemacht. Ja, also ich habe ich hab viele Dinge gemacht. Ich habe unter anderem diese Anlage in Südfrankreich gebaut. Das war ein ehemaliger Trabrennstall, den habe ich umgebaut zu einem Turnierstall.
Und wir haben angefangen mit normalen kleinen Dressurturnieren, Springturnieren. Dann kam plötzlich ein internationales Springturnier zusammen mit Jan Tops dahin. Und dann haben wir in der Dressur die französische Meisterschaft organisiert. Und dann haben wir Nationenpreise organisiert, 5-Sterne-Dressur. Und dann das Sahnehäubchen war dann die Europameisterschaft für Junioren, junge Reiter in der Dressur zu organisieren. Aber das war schon unglaublich. Dafür hast du heute keine Zeit mehr, glaube ich. Ne? Dein Team, dein Stall, die halten dich hier ganz schön fit. Und Team ist nochmal ein echtes Stichwort. Ich weiß, dass du eine totale Teamplayerin bist. Und das Team für dich, das bedeutet dir schon auch extrem viel. Ja, wir haben ein fantastisches Team. Also junge, talentierte Leute, die wirklich Spaß an der Arbeit haben. Aber wir versuchen auch viel zusammen zu machen. Wir essen mittags zusammen, wir machen Team-Events zusammen, wir gehen Kart fahren, wir gehen mit Alpaka spazieren, wir versuchen zusammen auf die Turniere zu gehen. Jetzt auf dem Bundeschampionat waren fast alle da, das ist einfach super schön. Ihr arbeitet gut zusammen, ihr esst jeden Mittag gut zusammen und alles, was du machst, machst du, glaube ich, sehr hundertprozentig. Kann ich dich detailverliebt nennen? Ja, detailverliebt. Ich bin Architektentochter und wir sind ja alle Perfektionisten. Und deswegen mag ich schon schöne Sachen und alles immer sehr gut perfekt zu haben. Schön, perfekt, Detail. Ich glaube, das spiegelt sich auch hier in der Anlage wieder. Ich glaube schon. So, jetzt stehen wir hier in deiner Zauberküche. Essen ist wichtig, gesund essen noch wichtiger und du machst es sehr viel und sehr gerne selbst, wenn ich richtig weiß. Ja, also ich bin leidenschaftliche Köchin. Das ist so meine Methode, ein bisschen abzuschalten und an was anderes zu denken. Besonders wenn der Tag hart war, dann fange ich an, richtig zu kochen. Aber das war ja heute kein harter Tag, wir waren ja da. Ja, das war aber trotzdem super nett. Sag mal, das ist ganz spannend. Wo hast du die denn eben hergezaubert? Die waren nämlich eben noch nicht da. Die habe ich eben aus dem Garten geholt. Ich habe einen kleinen Kräutergarten. So, jetzt hätte ich gern totale Anweisungen, damit ich hier nichts falsch mache. Also jetzt müssen wir viel schnibbeln, weil wir machen uns einen Bowl, einen Salatbowl. So, während wir hier so schnibbeln, habe ich ja immer gern noch so ein bisschen was zum Fragen und Erzählen. Sag mal, du bist ja auch recht eifrig bei Social Media unterwegs, ne? Ja. Bedeutet das für dich Entspannung, Stress, Business, Notwendigkeit, Freude? Was ist das für dich? Ich glaube, ein bisschen von allem. Also, okay. Ich mag gern Sachen teilen und ich mag gern so teilen, was ich so mache. Ja. Und bekomme auch oft Fanbriefe, wo Menschen, die von zu Hause nicht raus können, mir schreiben, oh, das ist total lieb, dass du die Fotos von der Reise zu dem Turnier zu dem Turnier teilst, weil ich hätte das sonst nie gesehen. Okay. Und das fand ich immer ganz herzlich. Und deswegen versuche ich recht viel zu zeigen. Natürlich nicht alles. Aber was interessant ist und was auch schöne Bilder und dass das alle erfreut. Ich frage mich, das ist ja extrem zeitintensiv. Ne? Wann machst du das denn jetzt noch? Auf der Toilette? Ach so. Okay. Also irgendwie zwischendurch immer. Es stimmt, das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Ich habe auch immer gesagt, ich würde irgendjemand dafür nehmen, aber am Ende mache ich es trotzdem selber. Mit den Pferden ist es immer so, dass man, ich glaube, schöne Sachen kann man teilen und auch so ein bisschen versuchen, was Lehrreiches zu teilen. Dass, wenn man mit den Pferden arbeitet, vielleicht auch mal die Arbeit zeigt und zeigt, wie man es gut machen kann. Und ich versuche dann auch immer, das so zu erklären, dass manche Leute das nachmachen können. Okay, lehrreich, okay. Weiß ich immer, also so ab und zu gucke ich da ja natürlich auch rein, was du schon auch rüberbringst, ist sehr viel diese Freude, die dir die Pferde geben, diese Passion. Das finde ich fast noch schöner, ehrlich gesagt. Ist das schon auch bewusst oder passiert das einfach? Das glaube ich, das passiert einfach. Das ist meine Leidenschaft. Und diese Arbeit mit diesen jungen Pferden, besonders ganz hohe Pferde, das fasziniert mich so sehr, wie schnell sie sich auf Menschen einlassen und wie sehr man diese Pferde von der Panik, von dem Neuen eigentlich, weil sie kommen ja aus der Herde, plötzlich sind sie ganz alleine in einer Box und dann ist da irgend so ein komisches Teil auf zwei Beinen, der sagt, mach mal. Und wie sie sich schnell daran gewöhnen, zu sagen, oh, das ist
jemand, der mir helfen wird in meinem Leben und der mir Gutes tut. Und dann werden die total ruhig und entspannt und das macht Spaß. Sehr schön, das kommt rüber. So, wir schnibbeln noch ein bisschen, würde ich sagen. Und dann wollen wir hier ganz in Ruhe essen. Deswegen, Bernadette, an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. Das war sehr witzig, sehr lehrreich und hat Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr. Sehr gerne. Und es war echt toll, dass ihr da wart und dass ich mal meine Welt zeigen konnte. Sehr gerne aufgenommen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und jetzt tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.